Auch in der heutigen Gesellschaft gibt es immer noch Tabuthemen. Eines davon sind psychische Krankheiten und um genau die geht es diese Woche im Top Fokus. Willkommen zurück. Gerade bei psychischen Krankheiten ist es wichtig, dass Betroffene ihr Leben so gut wie es geht können normal weiterführen und auch arbeiten. Marion Weibel berichtet. Die meisten Mitarbeiter sind vom normalen Arbeitsmarkt ausgeschlossen und sind darum froh, bei der WESO Fuß zu fassen. Die WESO ist eine sozialpsychiatrische Institution, die den Menschen mit psychischer Beeinträchtigung die Möglichkeit für einen geregelten Arbeitsalltag gibt. Ich denke, für die Leute ist der geregelte Tag auch etwas Wichtiges, wie für uns auch. Wir nehmen es auf Augenhöhe, wir versuchen ihnen auch, die Wertschätzung überzugeben, dass der Kundenkontakt pflegen können und so auch wirklich bei uns gerne arbeiten können. Wer schon seit 23 Jahren gerne bei der WESO arbeitet, ist der Christian Eckenberger. Er ist stolz auf seine Arbeit. In diesen Jahren hätte er schon diverse Arbeiten dürfen machen und ihm gefalle vor allem das Team, die Abwechslung und die schönen Möbel. Es ist einfach interessant hier. Man muss auch ein bisschen überlegen, was man machen muss. Es ist einfach, ist der Alltag immer ein bisschen anders. Die Lieblingsarbeit von Christian Eckenberger sei das Umschrauben. Ich bin immer stolz, wenn ich das gemacht habe. Und dann gehe ich auch gerne wieder heim. Und das ist für mich der Tag erledigt. Aber was macht er denn genau aus diesen Einzelteilen? Ein Möbel zusammensetzen und so eigentlich nachher am Ankunft ein schönes Produkt zu verkaufen. Man sieht, dass etwas entsteht. Und das ist für die Leute natürlich etwas ganz Wichtiges. Und es bleibt. Es ist etwas Werterhaltendes. Von der Produktion in Verkauf. Mit Hilfe von einem Pop-up-Store im Einkaufszentrum Rosenberg zu Winterthur will die WESO die Möbel noch mal ein bisschen anders unter die Leute bringen. Auch der Gruppenleiter David Lenz betont, dass das Projekt für alle Beteiligten ein grosses Lernfeld sei. Verkauf bedeutet Interaktion mit dem Kunden. Das ist ein grosses Lern- und Entwicklungspotenzial, das unsere Mitarbeiter haben, wo sie lernen können, Kunden beraten. Und auf der anderen Seite ist es ganz wichtig für unsere Mitarbeiter, dass das Produkt, das sie herstellen, ein Kunde kauft und Freude hat daran. Bis jetzt sind schon diverse Feedbacks von Kunden gekommen, und zwar, es sei ein schöner Laden, gute Beratung und ein professioneller Auftritt von der WESO. Also da erwartet einem sicher der WESO mit seiner Vielfalt an Angebot. Da erwartet einem schöne Möbel, da erwartet einem Leute, die einem gerne beraten. Wer also hautnah will miterleben, was die Mitarbeiter von der WESO tagtäglich leisten und wie die Endprodukte dann auch aussehen, kann noch bis am Samstag den Pop-up-Store zu Winterthur im Rosenberg besuchen. Wie es bei der WESO in der Werkstatt aussieht, zeigen wir Ihnen dann morgen an dieser Stelle. Jetzt geht es weiter mit dem Top-Tag. Schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander.